Gut, liebe Monika, lieber Maximilian, wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Ich möchte auch ein paar Sätze vorweg sagen, weil mich diese Ausstellung sehr, sehr erfreut. Wenn man als Museumsmann heute jüngere Künstler sieht, dann haben sie eigentlich das, was man eine Vereindeutigung der Welt vor sich hat. Sie machen immer wieder dasselbe zu einem ganz bestimmten Thema oder noch schlimmer ist, wenn sie auf einen Punkt bringen wollen mit einem Bild, was ein Kurator sich ausgedacht hat, das ein Ausstellungsthema sein könnte. Und wenn man hier hinkommt, du hast es komplex genannt, dann merkt man plötzlich, dass mit Fantasie ein unglaublicher Reichtum entstehen kann. Dass es sehr, sehr schwer ist, diese Werke als eindeutig zu beschreiben, weil sie unglaublich vielschichtig sind. Wenn man also um solche 3D-Skulpturen herumgeht, dann merkt man plötzlich, dass die Farben sich auch verändern, die Formen sich verändern. Drüben gibt es kleinere Arbeiten, die geradezu changieren, wenn man um sie herumgeht. Und man merkt natürlich auch, dass er in den verschiedensten Techniken arbeitet, dass er sehr gerne mit Kohle arbeitet, dass er aber auch sehr viel mit Kunstgeschichte sich, mit Cranach beschäftigt hat. Und er kommt, und das haben wir beide gemeinsam, wir haben beide jeweils mit 3 Jahren Leipzig verlassen. Und er ist dann in Westfalen gewesen, ist in Cambridge zur Schule gegangen und ist dann in Düsseldorf auf der Akademie bei meinem Freund Siegfried Anzinger als Student und hat dort abgeschlossen gewesen. Meisterschüler, ein sehr kritischer Professor, natürlich mit der klassischen Wiener Ausbildung. Und er zeigt, und das ist für mich eigentlich besonders wichtig, ist mal so vorwegnehmen, die meisten Meisterschüler brauchen, wenn sie den Meister verlassen haben, ungefähr 4 bis 5 Jahre, bis sie den Meister wirklich so verlassen haben, dass man sie auch ästhetisch als eigenständige Künstler anerkennt, weil der Meister so stark immer noch mitherrschend ist. Und bei ihm wird man schwer darauf kommen können, dass er nun unbedingt bei Siegfried Anzinger studiert haben muss, weil er mit einer unglaublichen, vielfältigen Fantasie, neuen Sicht, mit sehr vielen neuen Techniken, darüber müssen wir gleich reden, seine Kunstwerke gestaltet. Und das macht auch die Vielfalt dieser Ausstellung aus, die eben nicht einfach so auf einen Punkt zu bringen ist, sondern auch von Ihnen, von den Besuchern, sehr viel verlangt. Sie müssen mitdenken. Sie können die, das ist jetzt ganz im Sinne von Umberto Eco, die Opera Aperta, sozusagen das offene Kunstwerk, das bei jedem Betrachter sich anders weiter vollendet. Er lässt Ihnen den Bereich, den Spaß und auch fordert Ihre Fantasie, weil die Bilder nicht sozusagen als fertige Setzungen zu sehen sind und nichts anderes dürfen Sie sagen, sondern Sie arbeiten mit sehr vielen Möglichkeiten. Und das können Sie auch vorstellen, wenn Sie als Sammler mit solchen Arbeiten zu Hause leben, dass Sie da eine unglaublich rege Auseinandersetzung zeitlang Ihres Lebens führen können. Dann werden Sie feststellen, dass alle diese Arbeiten ganz stark in die Zukunft hinein errichtet, gebaut, erdacht worden sind. Jetzt fangen wir einfach mal mit der Diskussion an. Und die erste Frage wäre natürlich für mich, Hybrid 1.12, Ultra Rare, warum dieser Titel? Also Hybrid aus mehreren Gründen, das ist eine Arbeit zwischen Maschine und Mensch. Das ist eine Wiederholung einer alten Arbeit. Es geht bei mir viel um Wiederholung. Also ich klaue am liebsten von meiner eigenen Arbeit. Das ist eine Wiederholung, wo ich mit der KI gearbeitet habe, die das Bild in mehr als 200 verschiedenen Versionen wiederholt hat. Daraus habe ich ein Bild zusammengefügt, das dann wiederum selbst auf der Leinwand mit Kohle komplett neu verändert und interpretiert. Daher kommt Hybrid. Ultra Rare ist eine Bezeichnung von einer Seltenheitsstufe von Sammelkarten oder von etlichen Sachen, die man sammeln kann, also Konsumgut und Hauptthema der Arbeit. Also alles hier heißt Idylle Dekonstruktion und ist auch ein Kosmos und gehört auch zusammen, ist eine Arbeit, sind aber auch viele Einzelne. Geht darum, dass die Natur als Konsumobjekt vom Menschen deklariert wird, deswegen Ultra Rare. Und 1.12 ist, weil das ist die zweite Version, die erste Version hängt gerade in Königswinter und ich wiederhole sie und in vielen Sprachen wird diese Zahlenkombination als, das wäre jetzt ein Bugfix, soweit ich weiß, bei der zweiten Zahl. Und das werde ich nochmal wiederholen, dann wird es zum Beispiel 1.13 sein. Die nächste Version mit einem komplett anderen Kosmos wird dann 1.21 sein. Daher der Titel.
Jetzt hast du schon aufgezeigt, da habe ich dich auch drum gebeten vorhin, dass du einmal genauer erklärst, wie du mit den Techniken arbeitest. Das müssen wir gleich noch zu 3D-Technik und so weiter machen. Und Sie haben schon gehört, er arbeitet mit künstlicher Intelligenz, aber nicht, indem er jetzt eingibt, was er aus der künstlichen Intelligenz heraushaben will, sondern er gibt eine eigene Arbeit ein und dann antwortet die künstliche Intelligenz und dann verarbeitest du das wieder. Genau, also aus vielen. Und das ist vielleicht der Bereich auch für die künstliche Intelligenz, der eben sozusagen nicht logisch belegbar ist, sondern gerade in der Kultur, in der Kunst kann man sozusagen mit der KI argumentieren und kann sie benutzen. Gibt es hier viele kunsthistorische Aspekte drin? Für dich in dem Bild so Caravaggio oben, die Köpfe ja, mit denen und... Caravaggio, aber auch Botticelli, Frühling, obwohl die Figuren eine ganz andere Form haben. Das ist ja eher das alte Schönheitsideal oder an Rubens kann man dabei auch denken oder an Michelangelo, wenn die Form dieser weiblichen, also es ist kein Geschlecht, ja. Es erinnert natürlich aber eher an eine weibliche Form, aber hier diese männlichen Züge wie Michelangelo, der halt immer ein männliches Modell genommen hat, aber auch für die weiblichen. Und natürlich geht es dann irgendwann diese geometrischen Formen, die natürlich auch in der Geschichte aufkommen. Das wiederum aber entstanden ist durch die Wiederholung meiner eigenen Arbeit. Nicht durch die KI, sondern durch die Wiederholung von mir von der KI. Was auch immer wieder in meiner Arbeit vorkommt, dass ich halt diese Intuition des Künstlers, was passiert mit der Kreativität oder was macht der eigene Gedanke, wenn man sich selbst oder etwas wiederholt. Nun liebst du ja den Einsatz verschiedenster Techniken. Weil hier ist Kohle, spielt eine Rolle. Kohle ist ja dort auch. Genau. Ja. Du hast vorhin gesagt vom Dschungel, das ist sozusagen dein Kamai-Erlebnis. Du warst noch nie im Dschungel, aber du weißt, was der Dschungel für die Erde bedeutet und so weiter und so weiter. Ja, das ist auch eine Metapher fürs Denken, der Dschungel. Und da fällt natürlich auf, wenn du so Titel hast, wie, dass so Gegensätze aufgebaut sind, wie Idylle, Dekonstruktion. Weil für uns ist natürlich die Idylle geradezu... die Gesamteinheit. Und du sagst Idylle, Dekonstruktion. Was wird da dekonstruiert? Ja, das beste Beispiel ist wahrscheinlich die goldene Arbeit, was Dekonstruktion und Zerstörung angeht. Das die ist 3D, ne? Genau, das ist 3D. Das solltest du auch erklären. Das ist eine 3D-Arbeit, das sind 9 verschiedene 3D-Drucke. Jeder 3D-Druck hat 5 Tage ungefähr gedauert zu drucken. Und die habe ich dann wiederum einfach zerstört mit Hitze. Und dadurch entsteht halt eine neue Arbeit. Also Dekonstruktion steht in dem Fall auch für Wiederholung. Ich wiederhole mich selbst und schaffe durch Zerstörung wieder eine neue Arbeit und schaue halt auch, was Zufall, was die eigene Intuition oder was umsetzt, also die Umgebung mit mir oder dem Kunstwerk macht. Jetzt auch KI, also ich sage auch mal gerne, ich habe auf die KI gewartet, weil es für mich ein neuer Dialog, also ich nenne es auch einen Dialog mit der KI und es ist für mich ein Werkzeug, also die kreiert nicht die Arbeit, sondern dient mir eher, nicht andersrum. Wie entsteht die Farbigkeit einer solchen Arbeit? Die Farbigkeit, das ist ein Filament. Das nennt sich sogar Seidenfilament. Also viele sagen auch, das erinnert an Stoff. Und, wie nennt sich das? Seiden, Silk. Silkfilament nennt sich dieses Silk Typ. Ja. Weil das hat diesen Glanz, deswegen auch das Gold. Also Gold habe ich auch wegen dem Titel Ultra Rare gewählt. Und das ist im Plastik das Pigment. Das, anders als bei der Arbeit, die habe ich mit verschiedensten Autolacken und Gehen auch Fluss, also mit, also Flipflop nennt man den, wenn man jetzt die Perspektive ändert, wie beim Autolack, dann Autotuning, dann verändert sich die Farbe. Auch bewusst gewählt, weil eins der Statussymbole für den Konsum Nummer 1 halt die Autoindustrie ist. So wie Gold und Plastik. Wie lange brauchst du, um sowas zu machen? Zu drucken? Das, also ich, daran kann ich es besser abzählen, weil man da die Schritte sieht, aber das wären wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Teile in etwa und 35 bis 40 Tage wird das wahrscheinlich drucken. Deswegen habe ich aber 15 bis 20 Drucker jetzt mittlerweile. Nun gibt es ja sozusagen auch immer wieder Wiederholungen in Veränderungen. Also dieses Kohlebild. Das ist sogar ein gutes Beispiel das, ja. Weil das ist eine Wiederholung von meinem Abschluss von, weiß nicht, 30 Arbeiten, die ich dann wieder wiederholt habe auf einer großen Leinwand. Also sozusagen das Randstück. Das ist gegeben, das muss passen und der Rest wird wieder neu interpretiert, also im Sinne der Dekonstruktion und Wiederholung. Und deswegen passt es in das ganze Konstrukt. Also mein Abschluss bestand aus 364 Arbeiten, 30 mal 40 cm. Und wenn man das hochrechnet, das kann ich jetzt gerade nicht Pi mal Daumen sagen, wie viele es waren, die habe ich dann wiederholt. Und das würde sich in diesem Kosmos
wieder einsetzen lassen, genau wie Adam und Eva, ja. Wodurch dann das Ganze eine ganz andere Thematik kriegen würde, nämlich die Schöpfungstheorie. Und den Garten Eden wird dann der Dschungel einnehmen, die Idylle. Deswegen ist auch dieses dschungelartige Schwarz-Weiß-Bild hier. Genau. Was ist denn das für eine Technik? Genau. Also das ist Kohle. Ja. Und also ich würde sagen, sehr eigen. Ich kenne es selten, dass, also ich mische die Kohle oft, also da hinten zum Beispiel mit Pastell, hier mit Acryl, was aber das sind Effektpigmente mit Primal gemischt, also mit einem Bindemittel, was man eigentlich zur Grundierung nimmt. Und zuerst kommt sehr frei und sehr intuitiv eine Skizze. Ich tanze sogar oft dabei und schlage auf die Einwand ein bei diesen Arbeiten, bei der auch, diese schwarze. Und dann gehe ich mit diesen Pigmenten, die mische ich mit dem Primal und gehe dann in die Farbe rein. Deswegen ist es auch oft hier sehr dreckig. Wie mit diesem Altrosa verbindet sich, dann läuft die Kohle raus. Das ist aber auch extra hier, weil es hat sich so ergeben. Ich fand es schön. Nun haben ja alle Arbeiten so einen Prozesscharakter in sich, an dem man ja auch gerne weiterliest und weiterarbeitet. Mhm. Und wir sehen, das sind unterschiedlichste Techniken, die immer wieder gewählt werden wollen. Und ich habe dich vorhin gefragt, hast du mal Aktmalerei gemacht oder wenn du sowas machst, dann sagst du, nein, meine Fantasie, mein Kopf dreht sich, sich. Und wenn du anfängst, dann ergibt sich das auf der Leinwand. Genau, ich mache keine Vorzeichnung. Es gibt keine Konzepte, Vorzeichnung, sondern es geht direkt dahin. Außer jetzt bei dem natürlich, da ist durch die KI und durch die Arbeit, die ich gegeben habe, das entstanden. Aber die restlichen entstehen eigentlich immer, und natürlich nicht bei den Porträts, aber die entstehen eigentlich beim Malen. Also wie die Natur wächst es und gedeiht und zieht sich in alle Richtungen. Da kommt man auch hier die ersten Momente, wo es dann auch in den Raum geht. Aber es wuchert, also wortwörtlich bei den Kohlearbeiten besonders. Während der Arbeit, das ist ein Prozess, also die Arbeiten entstehen. Jetzt gibt es hier diese weichen Formen und dann hast du hier zwei Arbeiten, wo so konstruktive Elemente auch in 3D gemacht worden sind. Wieso setzt du das da drauf? Naja, es ist wieder ein neuer Aspekt, wo ich die Konsumgesellschaft sozusagen wieder kritisiere, wo es dann vom Natürlichen, natürlich ist das schon auch eine Dekonstruktion in sich, die Natur, also es ist ein abstraktes Naturobjekt, aber man erkennt es, glaube ich. Und wie es dann zum Industriellen übergeht, also diese kalten Formen, die aber wiederum an Palmen erinnern können. Und irgendwann, also das ist ein Beispiel, das kann man hier, ich möchte eigentlich ungern an dem drehen, ich gehe mal lieber an dem. Es fehlt noch was. Es geht, aber dafür ist das, also wir können das auch gerne ausprobieren. Also es ist jetzt erstmal nur das Konzept, also es lässt sich dann immer erweitern. Der Gedanke ist, dass hier dann Elemente entstehen, wo diese Arbeit wie die Malerei immer weiter in alle Richtungen geht, auch jetzt in sich. Also ein modulares System, vielleicht nennt man Lego oder Lego-Technik, kann man auch denken, auch wieder dem Plastik entsprechend und dass halt alle Formen Platz nehmen, ob es industrielle, körperliche Formen sind oder halt auch pflanzliche, florale, natürliche Formen sind. Also was Sie sehen ist, dass es eine unglaublich reichhaltige Kunst ist, jedes Kunstwerk für sich und dass man wirklich lange über jede Arbeit sprechen kann. Und dass diese Arbeit wirklich in jedem Kopf einzeln vollendet werden kann. Und es ist eben keine Arbeit, die nur formale Bezüge hat, sondern alle diese Arbeiten haben auch den unmittelbaren gesellschaftlichen Bezug. Mhm. Es sind auch sehr kritische Arbeiten der Gesellschaft gegenüber. Und dieses Zusammenspiel, das Sie hier sehen, ist, glaube ich, so für mich einmalig. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Deswegen bin ich auch begeistert davon, dass dieser Reichtum möglich ist und möchte mich bei dir für diese Ausstellung bedanken. Und die Frage war, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, sind wir natürlich da, die auch zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß und bitte Sie auch mit zu überlegen und versuchen, diesen Bildern auf die Spuren zu kommen, diesen Prozess nachzuvollziehen, das ist möglich. Und dann können Sie auch den Prozess noch weiterführen. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie hier wirklich mit einer Kunst zu tun haben, die es gibt in der, ich habe mal ein Buch mit einem Ökonomen zusammengeschrieben, da haben wir einen Begriff geprägt, der heißt ästhetische Quasi-Rente. Das ist der Holger Bonus. Und wenn ein Hersteller bei einem Supermarktkette Sachen verkauft, dann kriegt er zwar wenig für seine Produkte, aber über viele Jahre, so entsteht eine Rente.
Mit solchen Bildern entsteht, was ich eine ästhetische Quasi-Rente nenne. Diese Bilder werden, wenn sie an der Wand hängen, jeden Tag anders wirken. Immer wieder neu wirken, auch dadurch bedingt, dass sie mit einer anderen Konditionierung diese Arbeiten sehen. Und das ist das, was diesen Reichtum dann auch noch sozusagen in die Ästhetik hineinträgt und eben eine ästhetische Quasi-Rente garantiert. Also mit solchen Arbeiten zu leben, muss ein lebenslanges Vergnügen sein. Maximilian, dir vielen Dank für die Arbeit. Danke für die Worte.